Bevor wir sozusagen dazu kommen, warum, also ich hatte es ja nochmal hier, dass wir das uns gemerkt haben. Im Prinzip jetzt. Das heißt, im Prinzip Consistency, dann haben wir ja schon hier klassische Motivation. Funktioniert irgendwie nicht so. Jetzt aber, bevor wir zur Lösung kommen, erstmal, dass jeder auch versteht, wie groß dieses Problem ist. Weil für uns, das ist der crazy part, für uns ist es schon so normal geworden, dass Motivation nicht funktioniert. Also für uns ist es so krass normal, dass wir irgendwie uns hier aufhalten, da zu unseren Zielen wollen, dann uns kurz trauen, dann irgendwie doch wieder nicht, dann wieder hier stehen, dann sagen, jetzt ziehe ich es aber richtig durch und dann machst du es doch und dann nach der Hälfte irgendwie doch nicht mehr und dann Anlauf Nummer 3, dann schaffst du es dann und bist halt schon im Ziel und lässt dich dann irgendwie auch so reinfallen. Und dann kannst du irgendwie nach ewig viel Zeit sagen, okay, ich habe es doch irgendwie einigermaßen geschafft, aber du bist halt nicht einfach so, wie man es theoretisch schön wünschen könnte, durch. Ja, zu der Frage wurde eben gestellt, dass wenn man, du hast ja gesagt, wenn man sich quasi etwas vornimmt und das rein logisch gesehen funktioniert, oder? Ja. Dass man das deswegen nicht schafft. Was ist das bezogen? Ist es auch die Note bezogen, die dabei rauskommt? Auf oder alles. Ist es auf alles bezogen? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel jetzt, also es sind so zwei Gründe, ich glaube einmal, also zwei Wege dadurch. Halt einmal, du denkst halt, du hast voll gut gelernt, alles voll gut gemacht, dann kommen halt nur 8 Punkte raus oder sowas. Oder halt, oder ist es darauf bezogen? Oder worauf ist es bezogen? Es ist vor allem Sachen bezogen, mehr auf deine Aufgaben. Noch nicht so zwangsläufig auf die Ergebnisse, sondern mehr auf die Aufgaben, also was du quasi machst. Ja. Genau. Und das heißt, aber das Ding ist, das hier ist für uns vollkommen normal geworden. Und dafür guckt dich auch keiner mehr komisch an. Also, es ist vollkommen normal. Also, wenn, keine Ahnung, bei jeder Seminararbeit, das ist vollkommen normal. Oder ist, wenn du, Abitur, Stressvorsorge, du hast schon mal einen Durchhänger. Ist ja normal. Und das Ding ist, vor allem auch wenn Leute, wenn ihr es schafft, wenn ihr hier drin sehr gut werdet, man könnte ja meinen, dass die Leute um euch herum übel krass feiern, dass wenn ihr es immer mehr schafft, einen ziemlich direkten Weg zu euren Zielen oder auch einfach die Aufgaben, die auf dem Weg kommen, dass ihr die relativ konstant macht. Weil im Prinzip der Weg zum Traumatur ist ja nichts anderes. Ist ja nichts anderes, als dass du hier am Ende dein Ziel hast. Und dann geht es einfach Prüfung für Prüfung für Prüfung. Oder je nachdem, wie klein ihr das alles machen wollt, aufstehen für aufstehen, aufstehen für aufstehen, lernen für lernen, Finger hoch für Finger hoch und so weiter. Ganz klein, bis du halt am Ende ankommst. Und das Ding ist, dadurch, dass es so normal ist in unserer Gesellschaft allgemein, dass man hier immer wieder verkackt, bekommen Leute fast schon Angst, wenn du hier konstant bleibst. Was ich manchmal für YouTube-Kommentare bekomme oder für Instagram-Nachrichten in Bezug auf, wie kannst du mir seit 8 Monaten jeden Tag ein YouTube-Video machen? Geben die nicht irgendwann mal die Themen aus? Willst du nicht auch mal Spaß in deinem Leben haben? So, das heißt, Leute kommen damit fast gar nicht klar. Ich habe zum Beispiel die Erika gesagt, wir haben für die nächsten 3 Wochen halt die ganzen Videos schon im Voraus aufgenommen. Das heißt, wenn ich wollen würde, könnte ich Urlaub machen. Das heißt, die Leute, dadurch, dass die Leute, dass es zum einen in der Gesellschaft normal ist, dass es so verläuft und viele Leute, bei denen es quasi noch fataler ist, weil die nie da ankommen, die kommen gar nicht damit klar, wenn du es irgendwie schaffst, eine gewisse Konstanz aufzubauen. Vor allem auch in Bezug, keine Ahnung, auf Lernen. Deine Freunde, die oder irgendwelche Leute, irgendwelche Mitschüler, finde ich halt vielleicht cool, weil sie immer ganz am Ende vor der Prüfung da auch mal kurz lernen und es dann trotzdem irgendwie schaffen. Und wenn du dann konsequent jedes Mal wieder, ist irgendwie so, das ist immer Spaß. Da kannst du auch super viel Freizeit haben und vielleicht auch ein bisschen Spaß haben. Das bedeutet, das hier ist vollkommen normal. Das heißt, Leute wollen dich eigentlich gerade ein bisschen konstant, das ist in Ordnung. Ihr dürft ja gut sein. Ihr dürft ja nicht sehr gut sein. Das ist immer nicht cool für die anderen. Das Ding ist nur, wir denken vor allem auch uns selbst gegenüber, okay, komm, wenn ich das doch bis hierher geschafft habe, so, keine Ahnung, so 70%, dann kann ich ja eigentlich schon ganz zufrieden mit mir sein. Also ihr kennt es ja vielleicht, keine Ahnung, ihr habt eure To-Do-Liste, sieht ungefähr
so aus. Und ihr denkt euch so, okay, wenn ich das obere hier geschafft habe, so war ich schon ganz gut. Denkt man sich doch, oder? Oder gibt es jemanden, der gar nicht auf Klacken, wenn er echt alles schafft? Jeden Tag? Ja, schon malig. Aber. Was? Ja, also ist nicht geil, aber. Aber was denkst du dir, wenn du so viele Aufgaben hast und dann, wenn du schaffst, wenn du von 6 Aufgaben 4 schaffst, was denkst du dir da? Ja, ist scheiße, aber dann macht man es halt dann anders. Also ist schon okay, man akzeptiert es dann schon. Ja. Oder hast du über die Erwartung, dass du die 6 eigentlich schon jeden Tag schaffst? Ja, schon, aber es geht halt noch nicht so ganz. In wie viel Prozent der Tage müsstest du sagen, schaffst du das nicht? Boah, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Also es ist nicht oft, dass ich wirklich alle habe, aber. Das heißt. Es ist halt immer wieder so, oh fuck, jetzt hätte ich noch das und das. Und dann. Das heißt, eigentlich erwartest du es unterbewusst doch, dass du nicht ganz alle schaffst. Ja. Bei mir ist halt so, wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet hätte, das eigentlich nie vorkommt, weil ich immer so viel drauf schreibe, dann fallen mir noch so viele andere Sachen ein, die ich tun könnte, wie zum Beispiel noch im Unterricht vorlernen oder was weiß ich alles. Und deshalb ist es bei mir eigentlich nie so zu Ende. Deshalb akzeptiere ich das halt auch, wenn ich mal einen Tag nur die Hälfte schaffe, Hauptsache ich habe die Hausaufgaben. Ja. Ja, okay, dann ist bei jedem ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist ja, denke ich, bei jedem so, dass, ich meine, auch wenn du dir ganz viele Sachen drauf hast, trotzdem quasi einen Teil, wo du davon erwartest, okay, den schaffe ich. Und dann hast du trotzdem, oder du hast so einen Teil, den du dir vornimmst, und dann ist das andere extra. Aber auch wenn du von dem Teil, von dem du dir vornimmst, du 70% schaffst, ist trotzdem irgendwie okay. Ja. Und genau das ist der Punkt. Weil wir denken uns immer, also ich glaube, wenn ich doch schon so viel gemacht habe, ist doch ein bisschen, ist doch nicht so, Und, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher amerikanischer Unternehmer. Und er hat so ein geiles Prinzip aufgestellt. Und im Prinzip hat er einfach mal nur gesagt, wie krass wichtig, also wie krass exponentiell alle Art von Ergebnissen sind. Also zum Beispiel, wir machen jetzt mal an eurem Beispiel. Wenn ihr, keine Ahnung, machen wir mal, wie habe ich das aufgeschrieben? Zum Beispiel lernen, ja? Wie viel ihr lernt. Eure Mitarbeit in der Schule. Euer Verhältnis zum Lehrer. Und eure Motivation grundsätzlich in Bezug auf die Schule. Ist das groß genug geschrieben, dass ich es lesen kann? Ja? Okay. Aber kleiner soll es nicht mehr sein, für ganz einfach, oder? All diese Faktoren beeinflussen ja krass eure Not. Und jetzt denken wir halt so, von hier oben zum Beispiel, ja okay, wenn ich jetzt beim Lernen nur so viel mache, dann ist das ja schon ganz gut und dann passt es schon. Und ob ich jetzt das hier noch mache oder nicht, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Das Ding ist aber, dass nicht nur das Lernnoten beeinflusst, die Mitarbeit die Noten, das Lernverhältnis die Noten und die Motivation die Noten, sondern der Unterschied, ob ihr zum Beispiel hier 4 oder 5 Sachen macht, also euer Lernen sozusagen besser wird, beeinflusst auch sofort eure Mitarbeit. Weil natürlich, wenn ihr euch am Tag davor besser vorbereitet habt, dann seid ihr in der Mitarbeit auch besser. Beispielsweise habt ihr hier noch irgendwie in Geschichte 3 Seiten durchgelesen, die war jetzt nicht mehr notwendig, aber weil du halt auch durchgezogen hast, hast du das geschafft. Das heißt, du konntest an der Geschichte noch ein Ticken besser mitarbeiten. Das heißt, dadurch, dass dein Lernen besser geworden ist, wird auch deine Mitarbeit besser. Jetzt hast du auf einmal da in Geschichte ein paar Mal mehr was sagen können, wo du sonst, wenn du hier nicht durchgezogen hättest, das gar nichts hättest sagen können. Was passiert? Das Verhältnis zu deinem Lehrer wird auch wieder ein Ticken besser. Jetzt reagiert der Lehrer dadurch, dass du da zwar was gesagt hast, vielleicht ein bisschen positiv auf dich, gibt dir 1-2 Mal Lob. Und wenn du dann aus der Tür rausgehst, lächelt er dich noch an und sagt irgendwie, hey, du hast heute echt gut mitgearbeitet. Nur das. Dann ist es vielleicht noch die 6. Stunde. Das heißt, nur damit, dass dein Lehrerverhältnis besser geworden ist, steigt auf einmal auch deine Motivation. Du hast einfach ein besseres Gefühl, wenn du in die Schule gehst. Und dann, wenn du allgemein motivierter bist, gehst dann zum Beispiel wieder nach Hause, hast du vielleicht wieder Bock, mehr durchzuziehen beim Lernen. Und das waren jetzt nur 4 random Beispiele. So, da kannst du einfach alles reinpacken, alles, was die Noten beeinflusst. Von deiner eigenen Disziplin, ist ja logisch, genau, ist ja hier genauso. Da können wir jetzt einfach alles dran bauen. Deine Disziplin,
Wenn du es an einem Tag schaffst, ein Ticken disziplinierter zu sein, lernst du mehr. Und alles hier geht wieder hoch. Sag mal, irgendwie, welche andere Beispiele, die die Noten beeinflussen? Ordnung. Ordnung. Ja, wenn du mehr Ordnung hast, kannst du definitiv auch effizienter sein. Andere Sachen? Ja, das heißt im Prinzip einfach Lust auf Unterricht, oder? Ja. Genau, Lust auf Unterricht ist definitiv vom Lehrerverhältnis eigentlich beeinflusst und deine Mitarbeit, ich glaube, je mehr du mitarbeitest, desto mehr Lust hast du auf den Unterricht und umgekehrt sicherlich auch. Das heißt, ihr seht schon, da können wir jetzt halt 100.000 Sachen aufzählen, dann hast du am Ende so ein riesiges Konstrukt, wo irgendwie alles, sobald es besser wird, wird alles andere auch besser. Und die eine Sache, die in der Mitte steht, sind eure Noten, die dann wie so, keine Ahnung, komplett kranke Zulieferungen einfach nur noch immer weiter gepusht werden. Und deswegen ist der crazy part, weil die meisten Leute denken ungefähr, dass wenn das ihre Ergebnisse, also zum Beispiel die Noten sind, und das hier ist die Zeit. Dann denken Sie, oder allgemein auf Ergebnisse, dann denken Sie, dass es ungefähr so verläuft. Also, dass das hier Ihr Potenzial ist, das, was Sie quasi maximal schaffen können. Manchmal denkt ihr so ein bisschen, okay, wenn ich ein bisschen mehr lernen würde, hätte ich ein bisschen mehr bessere Noten. Wenn ich ein bisschen mehr mitarbeiten würde, dann ein bisschen bessere Mitarbeiter. Und deswegen denken wir im Prinzip, dass unser Potenzial einfach immer so ein Ticken gesteigert ist. So, ja, okay, ich kann es mit Abi machen, dann würde ich dann nach dem ersten Semester meditieren, dann zweites Semester. Das wird quasi alles einfach um die Zeit so ein bisschen hochlaufen. Und wir, wie viel wir aus unserem Potenzial machen, hängt dann von der Person ab, aber wir haben vielleicht irgendwo so das Gefühl, ja, okay, da war ich dann schon, habe ich mal durchgezogen, habe ich einen Durchhänger. So, irgendwie gehe ich mit meinem Potenzial um. Das ist das, was wir denken, wie es ist. Wie es aber wirklich ist, wenn du das verstanden hast, ist, dass unser Potenzial exponentiell verläuft. Das heißt, wenn wir hier anfangen, sieht das eigentlich mehr so aus. In der Schule ist es halt durch die 15 Punkte gegeben. Krasser kannst du da nicht mehr machen. Aber ansonsten gibt es hier im Prinzip, geht es einfach immer krasser hoch. Weil es eben nicht so ist, dass wenn du nur das Lernen verbesserst, dass dann das Lernen ein bisschen besser die Noten beeinflusst, sondern dass dadurch, dass du das Lernen verbesserst, du die Mitarbeit, deine Lust auf den Unterricht, deine Lehrerverhältnisse, deine Motivation, deine Disziplinordnung, du musst alles verbesserst. Und sozusagen, wenn du quasi den, wie wenn du einfach, als würdest du alles miteinander wahrnehmen, aber statt dass du eine Zahl um 1 erhöhst, erhöhst du alle Zahlen um 1. Ja. Ist eine Zeit die Lernzeit gemeint oder die Zeit über Schuljahr verteilt? Ja, Zeit über Schuljahr. Weil was dann hier nämlich crazy ist, und hier könnt ihr euch im Prinzip einfach diese einzelnen Wiederholungen von hier einfach jedes Mal lernen, ja? Jedes Mal lernen, jedes Mal melden, jedes Mal sich, und das ist auch ein, sich lieber, keine Ahnung, irgendein Video, was dir in Bezug auf die Schule was hilft, anzuschauen, anstatt irgendwie ein Entertainment-Video. Egal was, das ist wie das mit den beiden Wolfen, welchen von beiden du fütterst. Jedes von diesen einzelnen Wiederholungen beeinflusst im Prinzip, wie sich eben hier dein Potenzial verhält. Und der verrückte Part ist jetzt eben da, dass es hier eben nicht darum geht, ob du hier einen Ticken da bist oder einen Ticken da, sondern dass wirklich, wenn du durchziehst, verläuft das Ganze halt wirklich so. Und wenn du halt nicht durchziehst, dann verläuft es halt so. Weil wir denken halt, der Unterschied ist so nach dem Motto, ja, ist schon ärgerlich, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit ist es so. Wie gesagt, in der Schule hast du halt irgendwann hier die 15 Punkte. Also du kannst halt noch so schön und noch so perfekt ausschreiben, dann kriegst du halt nicht mehr als die 15 Punkte. Aber vor allem dann auch darüber hinaus halt fürs Leben
es wird alles nur immer mehr. Zum Beispiel bei mir zum Beispiel, wenn ich es schaffe, einfach nur in einem Tag nochmal durchzuziehen und noch ein YouTube-Video rauszuhauen, dann könnte man denken, der Unterschied ist einfach nur, ob ich ein YouTube-Video gemacht habe oder ob ich kein YouTube-Video gemacht habe. Ja, was ist nicht der Unterschied? Der Unterschied ist zum einen, dass ich ein YouTube-Video gemacht habe, statt kein YouTube-Video gemacht zu haben, aber auch, dadurch erhöht sich wieder ein Ticken mehr die Abonnenten, weil wir ein Video mehr haben, worauf wieder Leute kommen können. Wir haben wieder ein Ticken mehr Verbindung mit der Community aufgebaut. Dadurch wird alles ein Ticken größer. Das Beispiel mit dem Team ist das Beste. Je größer die Community wird, desto mehr Leute gibt es, die zum Beispiel sagen, hey Leo, kann ich mal ein Video schneiden? Dadurch, dass zum Beispiel Sydney bei uns die Videos schneidet, können wir viel schneller, viel mehr geilere Videos raushauen. Was passiert dadurch? Die Qualität wird besser, der Algorithmus belohnt uns dafür, werden wieder größer. Es gibt ja noch Leute, die sind, die sagen, hey, ich will das machen. Wir machen es noch besser. Und so kann dann im Prinzip alles wachsen. Genau. Justin, willst du eine Frage dazu? Nee, ich wollte vielleicht was sagen, was mir jetzt eingefallen ist, jetzt spontan dazu. Halt zu dem Konstrukt, was du da gemacht hast, mit den Noten in der Mitte und alles und auch einfach, wie du es erklärt hast, können wir das ja eigentlich mit dem Butterfly-Effekt vergleichen, oder nicht? Ja. Das ist so ziemlich. Also so klingt das so ein bisschen, weil je auch der kleine Flügelschlag irgendwie oder das einmal ein bisschen mehr lernen beeinflusst irgendwie alles andere. Man nennt das im Business zum Beispiel nennt man sowas auch Flying Wheel. Das zum Beispiel hat ja quasi so einen Effekt von wie krass das wird. Das und das Entscheidende ist an dem Punkt einfach nur, dass man eben die Wichtigkeit davon versteht. Weil ich glaube, wir haben deswegen mit Konstanz vor allem so ein großes Problem, weil wir das Gefühl haben, ob ich heute lerne oder nicht lerne, ist so, ich weiß nicht, geht es nicht auch so, ich finde, wenn man das so vom Gefühl her so in Prozent umrechnen würde, dann fühlt sich für mich irgendwie Lernen fühlt sich so wie, keine Ahnung, so, dann hast du schon so 83% gemacht und wenn du nicht gelernt hast, dann sind es halt irgendwie nur so 34% irgendwie so von dem, was du hättest leisten können. Versteht ihr, was ich meine? So als ob das so, ja okay, ich habe nicht gelernt, aber es war schon irgendwie okay, weil ich habe davor irgendwas gemacht oder so. Und wenn du gelernt hast, dann hast du meistens trotzdem nicht perfekt gelernt. Das heißt, es fühlt sich dann so anders, hast du es zwar gemacht, aber trotzdem auch nicht so ganz. Und dann sind wir immer in so einem Mischmasch, wodurch wir dann durch irgendwelche Gründe rationalisieren, warum wir uns so und so verhalten haben. Aber der Unterschied ist halt echt nicht, ist halt eben nicht nur, das hier ist im Prinzip das hier. Der Unterschied ist halt nicht nur so, sondern der Unterschied ist halt so. Es ist halt wirklich im Prinzip 100 und 0, auch wenn sich so nicht anfühlt. Eigentlich ist es tausendmal schlimmer als 0 und 100. Es ist mehr so 0, eigentlich ist es mehr so 13% und hier, keine Ahnung, 5000, weil sich halt über die Zeit immer wieder multipliziert. Ja.